Was bin ich, wenn ich kein Mensch mehr bin? Was bin ich, wenn keine Gedanken mehr entstehen? Was bin ich noch, wenn ich nicht mein Körper bin? Vollkommenes, ewiges Sein. Das eine Sein ist immer vollkommen. Der Mensch, die menschliche Erfahrung, ist immer ein abgetrenntes Teil des einen Seins. Wir werden auf dieser Erde inkarniert, in einen Körper geboren, um uns als abgetrenntes Teil des einen zu erfahren. Als kleines Kind sind wir unserer wahren Natur sehr, sehr nah. Und mit steigendem Alter formt sich die menschliche Identität durch die Umwelt. Und es entsteht eine feste Identität. Und dieser Prozess ist vollkommen natürlich, denn er ist aus einem ganz bestimmten Grund da. Das eine Sein hat sich ganz bewusst in Millionen verschiedene Teile abgetrennt, um sich in dieser Illusion als Teil erfahren zu können. Die Identität, die sich mit den Jahren aufbaut, basiert auf Illusion und Trennung. Und der einzige Sinn, der allerhöchste Sinn, den das menschliche Dasein haben kann, ist wieder zu erkennen, wer wir sind, wer wir wirklich sind, jenseits des Menschlichen, jenseits der menschlichen Erfahrung, des menschlichen Körpers, der Gefühle, der Gedanken, die gesamte Prägung, die wir gemacht haben mit den Jahren, ist nur eine abgetrennte Illusion. Und die allerhöchste Aufgabe besteht darin, diese Illusion zu erkennen und sich wieder zu erinnern, wer wir vor der Geburt waren, wer wir schon immer waren. Denn Leben und Tod ist Illusion. Nur auf der materiellen, physischen Ebene existiert der Tod und das Leben, beziehungsweise die Geburt. Denn das vollkommene, ewige, allverbundene Sein war schon immer, ist schon immer und wird immer sein. Da gibt es keinen Anfang und kein Ende. Du kannst dir das wie eine Kugel vorstellen. Kein Anfang, kein Ende. Wie ein Kreis. Kein Anfang, kein Ende. Und die Menschen werden wiedergeboren. So lange, bis sie erkennen, dass sie sich in diesem Kreislauf befinden und in Wahrheit nur das eine Sein
sind. Das ist der allerhöchste Sinn, den man erfüllen kann als Mensch, zu erkennen, bewusst zu werden darüber, wer wir wirklich sind. Damit ist auch die Dualität beendet. Denn die Dualität kann auch nur durch den Verstand, durch den menschlichen Intellekt, durch die menschliche Erfahrung erschaffen werden, durch die physische Realitätsebene. Heiß, kalt, oben, unten, links, rechts, schwarz, weiß. All diese gesamten Kategorien existieren nur durch unseren Verstand, der kategorisch denkt, einordnet, bewertet, beurteilt und sich abgrenzt und sich als abgetrenntes Teil erfährt. Nur so kann diese Ebene existieren. Und diese Ebene ist genauso wertvoll wie alles andere auf dieser Erde oder in der gesamten Existenz. Nichts ist mehr oder weniger wertvoll. Alles ist. Und vollkommenes, ewiges, allliebendes Sein erfährt sich jenseits eines Menschen in vollkommener Liebe, immer. Das eine Sein ist Liebe. Die menschliche Erfahrung ist keinesfalls etwas Gutes oder Schlechtes an sich. Sie ist unfassbar wertvoll. Denn du kannst als Mensch so viele unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Freudvolle, traurige, hasserfüllte. Du kannst Beziehungen eingehen. Du kannst Karriere machen. Du kannst eine riesige Bandbreite an verschiedenen Dingen erfahren. Aber es basiert immer auf einer Illusion. Es ist wie ein Traum. Ein Traum, der dann endet, wenn du wirklich erkennst, dass du nicht dieser Traum bist, sondern der Erfahrende. Wenn der Mensch Angst vor dem Tod hat, ist das ein Zeichen dafür, dass man sich mit seinem Körper und seinem Geist identifiziert. Denn das ewige Sein kann nicht sterben. Es hat schon immer existiert, wird immer existieren. Und ist vollkommen frei von allem, was ein Mensch erfahren kann oder glaubt zu sein. Und all diese Körperformen sind Illusion und damit der Vergänglichkeit unterworfen. Somit existiert auf dieser Ebene der Tod und das Leben, die Geburt. Und es ist ein unendlicher Kreislauf von Sterben und Geborenwerden.